herzlich willkommen zu Let's Talk Campus und vor allen Dingen herzlich willkommen zur Session Lernraum, nachhaltige Gestaltungspraktiken für gemeinsame Lernräume. Und ich darf das Wort erstmal weiterleiten an die SpeakerInnen, die heute mit mir im Raum sind. Sind Bettina Tran, Karl Wilhelm Poland und Katharina Bellinger für Sie bereit. Und wir möchten ganz gerne Sie darauf hinweisen, dass Sie die Q&A-Function nutzen können in der Navigationsleiste. Und bei weiteren Fragen stellen Sie sie gerne einfach direkt in den Chat oder Ihre Fragen, wie gesagt, in die Q&A-Function. Und ja, viel Spaß und ich übergebe mal. Ja, vielen Dank, Julia. Ich würde einmal den Screen teilen. Oh, jetzt heißt es mich wieder doppelt. Okay, dann würde ich jetzt mal loslegen. Ja, also herzlich willkommen auch von meiner oder unserer Seite. Wir freuen uns natürlich heute hier dabei zu sein. Vielleicht ganz kurz, bevor wir loslegen. Mein Name ist Katharina Bellinger und ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin, auch Designerin sowie Lehrbeauftragte an der HTW Dresden im Fachbereich Design und ich freue mich heute gemeinsam, wie gesagt, mit meinen beiden Studierenden, Bettina Tran und Karl Poland, über den letzten Kurs für das vierte Semester Lernraum plus nachhaltige Gestaltungspraktiken für gemeinsame Lernräume im Designkurs aus dem Sommersemester sprechen zu dürfen. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, bevorzugt gerne in die Q&A-Spalte schreiben und die Studierenden, wie gesagt, kam eben auch frisch aus der zweijährigen Online-Lehre und haben demnach auch primär nur den digitalen Lernraum, wie wir heute haben, kennengelernt. Und ich habe sozusagen als Lehrbeauftragte im Vorfeld eine Umfrage zum Stimmungsbild auch der Studierenden vor dem Semesterstart gemacht. Und so konnte ich auch so einen Status quo eben erfassen. Da wurde mir so ein bisschen bestätigt, beziehungsweise auch die Lage bewusst, dass wir in der Zeit viel an Wissen dazugewonnen haben und neue Chancen eben auch für die Lehre oder das Lernen sich ergeben hat, aber auch eben deutlich Defizite verzeichnet werden konnten. Und von den Studierenden heißt es eben aus dem Designbereich jetzt eben, mir fehlen definitiv einige praktische Kompetenzen, wie die Arbeit in der Werkstatt oder dem Fotostudio. Studierende haben sich mehr auf KD, also Kommunikationsdesign, als Schwerpunkt festgelegt, da sie unsicher oder noch zu unerfahren im Bereich Produkt und dazugehörige Methoden sind. Oder es hieß auch, fachlich kann ich sagen, eine Weile lang studiert zu haben, aber praktisch bin ich auf demselben Stand wie vor dem ersten Semester. Und das war eigentlich so ein bisschen, oder das brachte mich zur Schlussfolgerung, dass besonders in Post-Corona-Zeiten oder in Corona-Zeiten angewandte Formate in der Designausbildung eben auch wichtig sind, um weitere verlorene Generationen auch vorzubeugen. Das heißt, zu vermeiden, in kürzester Zeit Wissenslücken zum Beispiel zur Materialkunde aufarbeiten zu müssen, um den gleichen Ausbildungsstand zu bekommen wie andere Kohorten. Gefragt habe ich mich dann auch, ob es Designformate jenseits einer industriellen Produktion gibt, die in der Lage sind, die Verschränkung von Konsum und Klimakrise aufzulösen. Und die leitende Frage auch innerhalb des Kurses war eben, oder was uns begleitet hat, wie können die Studierenden wirklich befähigt werden, ihre eigene Lernumgebung ihren Bedürfnissen anzupassen und nachhaltig zu gestalten. Vielleicht ganz kurz nochmal ausgehend, also von den Studierenden wirklich zu sehen und da, wo sie gerade stehen, ihre Kompetenzen, sehe ich auch die Hochschule auch als zentralen Ort oder wir, die zum Beispiel Raum für Werte, Haltung vermittelt und auch für unterschiedliche Ebenen zwischen Transparenz und Partizipation auch vermittelt und eben auf dieser Ebene arbeitet. Und ich selbst sehe auch mich jetzt als Motivatorin, als Impulsgeberin, als Coach, und den Kurs als Prototyp und Möglichkeitsraum, der weiterhin iteriert werden muss und gemeinsam auch mit den Studierenden entwickelt werden sollte. Den Kurs oder das Format, das ich gewählt habe, sehe ich ergänzend mit dem Schwerpunkt der nachhaltigen Gestaltung und darüber hinaus sind eben auch außeruniversitäre Lernorte nicht zu vergessen.
was sehr wichtig ist in dem Format. Und ich kann Ihnen oder ich kann euch, wir haben uns auf das Du geeinigt, kann ich oder wir können nur einen kleinen Einblick von dem Kurs geben und wir konzentrieren uns dabei auf drei wesentliche Komponenten aus dem Explorations- und aus der Projektphase, das heißt nachhaltige Methoden und Herangehensweisen, also wir werden Einblick ins Prototyping geben, Orte zirkulärer Praxis diskutieren und Material Loops. Da werden dann Karl und Betty ihre zwei Projekte vorstellen. Eben mit dem besonderen Fokus auch auf nachhaltige Gestaltungspraktiken. Das heißt, wir haben uns mit dem Open Circular Design befasst. Ja, was ist das eigentlich genau? Mal ganz kurz für diejenigen, die das nicht kennen. Es ist eigentlich eine Begriffsfindung von Lars Zimmermann, der Gründer von MeFactory in Berlin eben. Der hat das ins Leben gerufen. Und es ist eine Design-Utopie, die unsere Beziehung eigentlich zu Konsumgütern um uns herum wandeln will. Und Hintergrund dafür ist eben auch mit der Kombination aus Open Design und Circular Design erscheint ein Ansatz eines wirklich nachhaltigen Designs, sagt er. Und Circular Design ist die Vision eines Designs, das Ressourcen und die Umwelt bewahrt, indem es zukünftige Wieder- und Weiterverwendung seiner Materialien und Bauteile plant. Open Design dazu, ergänzend dazu, ist sozusagen die Vision einer Demokratisierung von Design. Und alle können mitgestalten und teilweise sogar mitproduzieren. Also für die Studierenden schien dies eben auch so ein komplett neues Feld aufzumachen und eine Thematik, die bisher wenig Aufmerksamkeit auch in dem Studium erhalten hat. Und daher war es mir eben auch ein großes Anliegen, sozusagen alternative Handlungsmöglichkeiten und Gestaltungsspielräume aufzuzeigen. Hier nochmal ganz kurz die neuen Eigenschaften oder Designrichtlinien, nach denen dann gestaltet wurde. Die sind eben ja von der MeFactory in vielen Jahren Experimenten herausgearbeitet worden. Das heißt zum Beispiel Standards, also standardisierte Standardisierung von Materialien, Bauteilen und Verfahren. Etwas einfach zu designen, das heißt, dass es leicht zu verstehen und nachzubauen ist, also für auch Personen, die eben nicht aus dem Design kommen, dass es wirklich verständlich ist, pre-use, dann sollte es bildend sein, modular, upcycling-freundlich oder auch recyclingfähig und Biosphäre schützend und offen lizenziert. Jetzt würden wir ganz kurz auf Explorationsphase-Snippets eingehen. Also wie gesagt, wir können heute nicht alles zeigen, aber um so eine Herangehensweise an dieses Lehrformat zu zeigen, würde ich ganz gerne nochmal ganz kurz sozusagen im Einstieg eine Feldanalyse, die die Studierenden gemacht haben, mit sich selber sozusagen. Also dort habe ich sie ja abgeholt, nämlich im Homeoffice, also in der Online-Lehre. Und dabei ging es darum zu reflektieren, wie sie eigentlich arbeiten und was sie zum Arbeiten brauchen und zum Lernen. Und hier hat sich herausgestellt, diese recht minimalistische Arbeitsweise, die schon zu erkennen ist. Also normalerweise hat man im Design eben auch ganz viele Prototyping-Materialien. Das heißt sehr viel eher Werkzeug und vieles ist jetzt natürlich in den digitalen Raum geschiftet worden. Und da waren eben die wichtigsten Hilfsmittel, Laptops, alles was sozusagen dann auch digital funktioniert. Und dann sind wir sozusagen auch nochmal, haben wir uns in der Hochschule getroffen und am Anfang haben wir den Workshop Space Force gemacht. Es befasst unterschiedliche kleine Taskforces und davon war das, hier war das Untersuchen und Bestimmen der Raumtypen auf dem HTW-Campus eben im Vordergrund. Räumliche Qualitäten und Merkmale sollten analysiert werden, Defizite, Probleme erkannt und im Anschluss neue Ideen für kreative Räume vorschlagen zu können. Und hier griff ich eben auf die Methode des Quick and Dirty Prototyping zurück, der ein oder die andere kennt es vielleicht. Das ist ein Modell, also ein Modell in kürzester Zeit mit einfachen Hilfsmitteln, in dem Fall Abfallmaterialien und Werkzeug zu bauen.
Und weil ich eben auch gemerkt habe, wie super gehemmt die Studierenden vielleicht auch waren, am Anfang in das Material zu gehen, weil sie eben so viel online gemacht haben, half diese Kreativitätstechnik eben nicht so viel darüber nachzudenken und schnell Ideen zu generieren und ins Machen zu kommen. Und die Qualität der Idee ist hierbei jetzt nicht so wichtig, sondern viel wichtiger ist sozusagen das spätere Feedback und die Idee zu verbessern. Ja, die Räume, die sie öffentlich oder die gewählt wurden, waren die eigenen Räume der Fakultät Design. So sehen die aus in Dresden. Hier fielen Begriffe wie, oh, die sind zu langweilig, zu kalt, zu steril, keine vielfältige Nutzung, keine kreativen Impulse, keine Ruhe. Und die Raummodelle, die dann gestaltet wurden, lieferten eben Informationen über die räumlichen Bedürfnisse und Vorlieben der Studierenden in Bezug auf verschiedene Lernsituationen und kreative Arbeitssettings. Und ich hätte auch eine Umfrage machen können und wir hätten das irgendwie textlich festhalten können. Aber hier ging es eben dabei darum, wirklich hands-on zu arbeiten und die räumliche Auseinandersetzung damit. Und es zielt eben darauf ab, die Studis dazu zu bringen, über bestehende Praktiken und Zukunftsvisionen zu sprechen. Und schon mit den einfachsten Mitteln wurde zum Beispiel ein Eierkarton zum Sofa, Verpackungsmaterial zu Akustikpanels und Klopapierrollen zu Pflanzenübertöpfen. Und es wird auch eben deutlich, dass vor allem ein offener Raum gebraucht wird, der mit neuen Ideen und Projekten wächst. Das heißt kreative Räume, Begegnungsstätten, Pausenruheräume, Raum-in-Raum-Konzepte, also Gruppenarbeitsplätze, die eben auch das Wohlbefinden fördern und einladen. Und die Studierenden sammelten hierbei praktische Erfahrungen mit den räumlichen Möglichkeiten und reflektierten auch gleichzeitig über die Beziehung zwischen Raum und Praxis, wodurch eben auch das Umweltbewusstsein und Kompetenz miteinander verbunden wurde. Schauen wir in die Orte der zirkulären Praxis. Hier haben wir eben das Einbeziehen sozusagen dieser Orte, der außeruniversitären Orte, die innerhalb des Curriculums oft fehlen, aber eben auch sehr wichtig sind zu etablieren. Und im Rahmen dieses Designkurses wurde dann unter anderem der Konglomerat mit eingebunden, also ein Zusammenschluss verschiedener offenen Werkstätten mit Materialvermittlungen in Dresden. Und hier konnten wir auch Einblicke in die verschiedenen Werkstätten bekommen, unter anderem die Kunststoffschmiede kennenlernen, also eine Werkstatt und Entwicklungslabor für Plastikrecycling. Da kann jeder vorbeikommen und den eigenen Abfall verarbeiten. Und hier sind wir dann auch in die in Zündstoffe Materialvermittlung. Also es ist auch so ein Ort, der das Ziel hat, sozusagen Reststoffe vor der Entsorgung zu retten und zurück in den Kreislauf zu führen, indem sie eben wieder Menschen zugänglich gemacht werden. Und dafür werden die Materialien bei der Materialvermittlung gesammelt, aufbereitet, sortiert und schließlich weitergegeben. Und eben Orte wie der Konglomerat, und solche Orte haben wir ja auch hier in Berlin, sind Orte, die Wissen, Ideen und den Umgang auch mit Ressourcen anders kommunizieren. Also dort geht sozusagen so eine kulturelle Transition schon vonstatten und die Selbstwirksamkeit wird erfahren. Und das sollte auch als Chance für die Ausbildung, also Designausbildung, aber auch natürlich disziplinübergreifend verstanden werden. Und hier haben die Studierenden dann sozusagen so eine kleine Aufgabe wiederbekommen, sie sollten also Studihelferlein, also ein Produkt entwickeln, das sie in ihrem Studiumsalltag an der Fakultät Design unterstützen könnte und eben nach den Richtlinien des Open Circular Design. Und hier liegt der Fokus auch auf das praktische Tun wieder, die Wiederverwendung des Materials. Hier konnte auch schon erkannt werden, dass die Studierenden total inspiriert waren von den vielen Materialien um sich herum und dadurch ist ein ganz anderer Flow entstanden. Von dem Team war sozusagen die Frage ausgehend, wo und wie lässt sich überall flexibel arbeiten? Und dann war die Idee dieser All-in-One-Box, die sozusagen Stuhl und Sitzfläche mit Rückenlehne vereint, aber auch ein ausklappbarer Tisch mit Beinen und Arbeiten für das Arbeiten mit dem Laptop auf dem Boden oder auch draußen in der Natur.
Genau, wie können Studierende Feedback zu ihren Arbeiten bekommen und auch in Kontakt mit bisher unbekannten Kommilitoninnen treten. Da war die Idee, das ist auch, da war Betty auch im Team, die Idee des Austauschtisches, wo sie dann auch nochmal drauf eingehen wird, ganz kurz. Und wie kann man auf bestehende Strukturen auch der Hochschule zurückgreifen, hacken und auch diese umnutzen? Und da war die Idee eines Regalsystems für bestehende Rollcontainer. Und die Explorationsphase eben hier diente als Kontextualisierung sozusagen des spielerischen Austestens und des Rantastens an den Designkontext, um eben, das half dann so, sozusagen die Interessensfelder auch einzuordnen und die Vision und sowie Umgang mit Material und Ressourcen auch zu schärfen. Und generell hat die Explorationsphase den Studierenden auch geholfen, erstmal in der Hochschule anzukommen, die Räumlichkeiten kennenzulernen, sich mit ihnen und auch dem Arbeitsklima vertraut zu machen, um eben eigene Lern- und Arbeitskultur in der Hochschule entwickeln zu können. Genau, in Teamarbeit waren die Studierenden dann gefordert, eigene Projekte nach den Gestaltungsrichtlinien des Open Circular Design und daraus individual sozialverträgliche, ressourcenleichte Produktkonzept für neue Lern- und Arbeitssituationen zu entwickeln. Und im nächsten Schritt wird jetzt Betty und Karl ihre Projekte vorstellen. Sehr schön. Nach unserer Recherche in der Hochschule entstand aus dem Bedürfnis heraus dann schließlich unser Projekt Modo, um fehlende Arbeits- und Entspannungsmöglichkeiten anzubieten und vor allem die Möglichkeit, vielleicht beide miteinander zu verbinden. Genau, für uns spielten die Themen Austausch in der Gruppe, Modularität, leichtes Verständnis eine große Rolle, wie zum Beispiel bereits bei unserem der Anfangsidee eines Austauschtisches sichtbar war. Zwar wurde diese Idee dann von uns recht schnell verworfen, aber sie beeinflusst uns schon sehr bei unserem weiteren Prozess, gemeinsames Arbeiten und Austausch beizubehalten. Genau, angefangen haben wir dann mit den ersten Schaumodellen, um die verschiedensten Kombinationen und Ansätze der Module auszuprobieren, um natürlich das meiste Potenzial aus dem Baustein herauszuholen. Das sieht man vielleicht dann hier unten ganz gut. Und da die Inspiration von Kindersoft-Bausteinen kam, wollten wir dann natürlich auf ähnliche Materialien zugreifen. Und das natürlich auch aus Gründen wie Stabilität und Flexibilität der Gestaltung. Erst im Prozess wurde dann deutlich, wie zeitintensiv die Materialrecherche dann doch und die Anschaffung war. Und da unser Anspruch und die Herausforderung war, komplett alles zu recyceln und nicht nur einfach mit einem Klick, wie wir es gewohnt sind, auf Amazon zu bestellen, haben wir dann auf diversen Plattformen wie eBay Kleinanzeigen, auf Straßen, bei Freunden, bei Restposten in alten Lagern gesucht und nachgefragt nach Materialien. Genau, die Füllung setzte sich dann schließlich aus den unterschiedlichen Schaumstoffresten zusammen, aus alten Matratzen, Sofas, Resten auf der Straße. Und für die Hüllen und Verbindungen der Module wurden dann alte Banner und Plan verwendet und auch Klettverschluss aus der Materialvermittlung genommen. Genau, und somit ergab sich dann am Ende ein modulares Möbelstück, hergestellt aus recyceltem Material, und das vor allem mit einfachen Werkzeugen hergestellt wurde, also wirklich einfache Cutter und Scheren haben wir nur verwendet, das eigentlich wahrscheinlich jeder zu Hause hat. Und uns wurde einfach bewusst, was man alles erreichen kann mit nur wenigen Mitteln und vor allem schon vorhandenen, die eigentlich im Müll gelandet werden. Und ja, schließlich hatten wir dann Modo, das einfach zu verstehen, baubar ist und modular und recycelt und natürlich nach den Voraussetzungen des Open Circular Designs und vor allem natürlich die Möglichkeit verschafft, von einer Arbeits- auf eine Entspannungsatmosphäre zu wechseln und auch mit der Berücksichtigung von gemeinsamen Arbeiten und dass es bildend ist und für alle zugänglich sein sollte. Ja, da würde ich an Karl weitergeben. Ja, klar, gerne. Wir haben ja vorhin schon ein bisschen was von dem Ansatz, den Gustav und ich gewählt haben, in der Gruppe gesehen. Den haben wir auch beibehalten. Das war zwar da nur das Slow Prototyping, aber das hat uns irgendwie nicht losgelassen, weil wir die Idee irgendwie so cool fanden, schon vorhandene Sachen in unseren Studizimmern irgendwie zu nehmen und daraus irgendwie was Cooles zu machen. Und daraus haben wir dann unseren Eckart entwickelt. Und der Eckart ist quasi ein modulares Regalsystem, was man
prinzipiell überall hinstellen könnte, aber in dem konkreten Fall jetzt auf die Rollkantrainer draufpackt und somit quasi ein Raumtrenner-Regal schafft, der wunderschön individualisierbar ist und ja, man somit einfach den Raum auflockern kann, wie ihr oben links auf den Bildern seht, und einfach einen Lernraum schafft, der nicht so ganz klar strukturiert ist, sondern man einfach auch ein bisschen Freizeit irgendwie da reinbekommt und ja, das einfach ein bisschen individueller gestaltet bekommt. Um das irgendwie zu realisieren, haben wir uns dann mit der Kunststoffschmiede zusammengetan. Das ist ein Teil des Konglomerats in Dresden, die sich auf recycelten Plastik fokussiert haben und mit denen es quasi möglich ist, im Kunststoffspritzgussverfahren ja, verschiedenste Plastikteile herzustellen. Und das war natürlich für unser Regalsystem absolut optimal, weil wir natürlich nach Open Circular Design auch gestalten wollten. Und um das Regalsystem dann noch perfekt zu machen, haben wir uns quasi noch nach alte Besenstiele gesucht, die dann quasi die restlichen Teile des Schranks darstellen. Hier seht ihr da kurz noch unser Prototyping. Unten links sind die wunderschönen Rollcontainer. Ja, was sich irgendwie als schwierig herausgestellt hat, ist die Komplexität der Verbindungsstücke. Also es wurde viel Prototyping betrieben, um vor allem nach den Designrichtlinien, die irgendwie Spritzgussverfahren halt vorgibt, irgendwie zu arbeiten. Es hat vieles nicht gehalten, es musste vieles neu entworfen werden, es musste vieles irgendwie so entworfen werden, dass es halt auch am Ende mit der Produktionsweise in Verbindung klappt. Und ja, das war eine große Herausforderung, hat aber auch wirklich super viel Spaß gemacht. Genau, hier seht ihr dann auch ein paar Bilder aus dem Konglomerat, wo wir dann dort waren. Das ist quasi alles mit Open Source Lizenzen auch gebaut, auch die Spritzgussmaschinen von den Jungs und Mädels, die uns dort geholfen haben. Es sind alles frei zugänglich, frei lizenziert, kann man sich runterladen, kann man selber zu Hause nachbauen, wenn man ein bisschen Zeit und Geld und Lust hat. Ja, und dann haben wir uns quasi eine Negativform gebastelt für die Regalteile, haben das Ganze spritzgegossen und danach ausgebohrt. Und ja, tada, da ist unser wunderschönes Eckteil für den Eckhart. Und ja, genau, dann haben wir am Ende nochmal, bevor wir das quasi in den Raum stellen wollten, haben wir noch ein paar Renderings irgendwie gemacht, um einfach mal zu testen, ja, wie funktioniert das? Könnte das im Raum aussehen? Und das Konzept, wie es irgendwie sein soll. Und das ist der Schrank am Ende geworden. Ja, es ist halt vollkommen modular. Also man kann am Ende, jetzt wenn man einmal die Negativform hat, so oft wie man eigentlich Lust hat, das Ganze replizieren. Es ist vollkommen recycelbar. Es ist ja offen lizenziert und einfach upcycling-freundlich. Und es hat super viel Spaß gemacht, das Ganze zu entwickeln. Genau, dann haben wir noch sowohl für Modo als auch für unseren Eckhart quasi Bauanleitungen konzipiert, dass man auch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung hat, wie wir vorgegangen sind und dass man das auch einfach nachmachen kann. In unserem Fall bräuchte man jetzt so die 3D-Daten dafür. Falls jemand Interesse hat, kann er gerne auf uns zukommen. Meine E-Mail oder unsere E-Mails sind auch verlinkt. Dann kriegt ihr das auf jeden Fall sehr gerne. Und ja, genau. Dann kommen wir zur Reflexion. Und ich gehe genau, wieder an Katharina. Ja, dann will ich einmal nochmal übernehmen, um euch dann auch nochmal hier so ein Gesamtbild zu geben, also wie sozusagen dieses Semester konzipiert war, die Durchführung der Lehrveranstaltung, hier mal so ein Ablauf mit den Meilensteinen und was wir, oder was jetzt aus meiner Sicht sozusagen, was ich sagen kann, aus persönlicher Erfahrung, auch als Mentorin, habe ich eben gemerkt, dass dieser Ansatz wirklich in den eigenen Lernräumen oder der Lernumgebung anzufangen, den Studierenden total hilft, sich und ihre Arbeit erstmal zu reflektieren, und sie sind ja auch selbst Nutzer in ihrer eigenen Gestaltung, und das Arbeiten an lokalen Problemen bietet natürlich auch den Vorteil, dass man direkt in den Räumen partizipieren und verändern kann und eben auch Selbstwirksamkeit in dem Fall eben auch verspüren kann. Karl, willst du ganz kurz nochmal aus deiner Sicht, aus studierender Sicht was sagen? Ja, klar. Also ich habe vorhin schon gesagt, dass ich das total toll fand, das zu entwerfen. Aber was mir, glaube ich, vor allem sehr viel Spaß gemacht hat, ist hier einfach mal so ein bisschen Tiefenwissen über Material und Kreislauf zu bekommen. Also einfach mal an das Objekt ranzugehen und zu entwerfen und zu sehen,
ach ja, ich habe jetzt hier Spritzgussverfahren, dafür muss ich das und das und das und das und das beachten, sonst funktioniert das nicht. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite irgendwie auch so ein bisschen was darüber zu lernen, wie du irgendwie gleichzeitig Entsorger bist, du bist Konsument, du bist Produzent, du bist Designer und irgendwie alles in einem. Und das hat einfach sehr viel Spaß gemacht, das einfach mal zu erfahren und vor allem auch praktisch zu erfahren und nicht nur am Computer. Ja, Betty, genau. Willst du auch? Ja. Ja, sorry. Genau, für mich war es total toll, mal out of the box zu denken, mal ganz anders, andere Mittel zu benutzen und für alle nicht vielleicht an das Projekt ranzugehen, etwas komplett Neues zu entwerfen, was es noch nicht gibt, sondern einfach vielleicht etwas Besseres für die Umwelt zu entwerfen, was allen hilft und auch für alle zugänglich war. Und das ist einfach eine ganz neue Herangehensweise gewesen, die wir noch nicht kannten. Und die wir erst jetzt gelernt haben und ich glaube auch für spätere Projekte total toll ist, das weiter zu behalten. Genau, und abschließend würden wir jetzt, glaube ich, nur sagen, dass sozusagen dieses Lehrformat, also wir wollten damit natürlich mögliche Inhalte und Methoden sowie Prozesse, Ergebnisse und Erkenntnisse mit euch teilen. Und wir gehen bewusst auch über den Bereich des Designs hinaus und sagen, dass dieses Format auch übertragbar ist und anderen Hochschulen für Partizipation und ein Umdenken eben sorgen sollte und gegenüber unseren Ressourcen auch wichtig ist. Und gemeinsam, oder wir sehen im gemeinsamen Selbermachen auch großes Potenzial, um eben auch die Geschicke der Welt in die eigenen Hände zu nehmen im Prinzip und wichtige Impulse für zukünftige Entwicklungen zu setzen. Und hiermit bedanke ich mich erstmal auch bei meinen Co-SpeakerInnen und jetzt würden wir noch mal ganz kurz die Q&A-Runde eröffnen. Dafür schließe ich jetzt mal hier meinen. Ja, vielen Dank, ihr drei. Das war ein spannender Talk. Es war wunderbar mitzuerleben, wie ihr euren Lernraum selber wahrgenommen habt, gestaltet habt. Ich kann leider gerade nichts hören. Können die anderen nicht verstehen? Ja. Okay, zum Glück. Das haben wir schon getestet. So, jetzt kommt Betty gleich nochmal neu rein. Erste Fragen schon im Chat beziehungsweise im Q&A können gerne Fragen noch gestellt werden in den letzten Minuten. Es ist eine Frage, werden noch mehrere Räume in der Hochschule mit euren Möbeln ausgestattet? Ist noch in der Mache. Also es ist ein bisschen, ist ja immer in so Institutionen etwas schwieriger, auch mit der Kommunikation. Genau, das wäre eine Vorstellung. Ich glaube, wir hatten jetzt im Prinzip erstmal unsere Designräume sind wir angegangen. Das wäre auf jeden Fall möglich, müsste aber noch kommuniziert werden. Also wie zum Beispiel irgendwelche Zwischenräume, wo wir sagen, das sind eher so Unorte, wo man sich eigentlich aufhalten sollte, aber nicht tut. Also sowas in die Richtung ist dann sozusagen schon angedacht, ja. Und daran anschließend gibt es auch noch eine Frage, was die Erstellung, Modellierung am Rechner betrifft. Welches Tool habt ihr dafür verwendet? Das wurde nicht ganz klar verstanden. Vielleicht könnt ihr darauf nochmal eingehen. Ich glaube, das bezieht sich so ein bisschen auf mein Projekt, weil ich glaube, Betty, ihr habt gar nichts am PC modelliert, oder? Nee. Nein. Wir haben für die Negativform und für das auch das Werkstück an sich haben wir Autodesk Fusion genommen. Und ja, haben dort das halt modelliert. Haben das Ganze dann immer mal 3D gedruckt, um Zwischenergebnisse irgendwie zu sehen, um irgendwie mal ranzuhalten, zu testen, was hält auch, was funktioniert und was nicht. Und für die Renderings, was ihr am Ende ganz kurz gesehen habt, das ist mit Blender gemacht. Ja. Sehr gut. Ich glaube, das sind soweit die Fragen. Vielleicht kann ich noch eine Frage einwerfen. Was nehmt ihr als Studierende jetzt aus diesem Semester oder aus dieser Erfahrung mit für euer weiteres Studium, für euer weiteres Semester? Was hat euch das persönlich auch weitergeholfen? Und an Katharina vielleicht, wie nimmst du das dann als Lehrende mit? Welche Erfahrungen, welche Learnings nimmst du mit ins neue Semester? Wollt ihr erstmal anfangen? Betty, willst du was sagen? Ich glaube, das habe ich vorhin auch schon gesagt, also einfach neue Herangehensweisen zu haben, ganz anders auf die Dinge zu sehen und einfach ja nicht sofort
zu denken, okay, ich muss was Neues, sondern vielleicht eher was Besseres Design. Genau. Ja, ich glaube, also was ich vor allem mitnehme, ist so ein bisschen, dass das Arbeiten an der Materialität einfach ein ganz anderes Gefühl gibt für das, was man irgendwie entwirft und was man gestaltet. Und das ist das, was eigentlich so ein bisschen das Designstudium oder was das Designer ist, irgendwie viel ausmacht, was bis jetzt aber krass gefehlt hat irgendwie in der Online-Lehre. Und ich bin sehr froh, dass irgendwie jetzt in dem einen Kurs ganz extrem mal drauf geachtet wurde und irgendwie mal gemacht zu haben. Und das nehme ich mit, dass mir das sehr viel Freude bereitet und es auch unfassbar hilft, Sachen zu entwerfen. Und Katharina, vielleicht als finalen Punkt noch im Sinne der Zeit, schließen wir dann auch gleich den Raum. Genau, ich hätte natürlich jetzt noch ein paar Punkte zu nennen, aber ich kann vielleicht auch nochmal, wie gesagt, aus lernender Sicht sagen, auch gerade das gemeinsame Gestalten oder Arbeiten, also ich würde das sogar noch mehr vertiefen und sagen, wir haben jetzt natürlich das so ein bisschen in so zwei Phasen eingeteilt, also es gibt immer Input auch von dem Lehrenden, von der Lehrende, aber es ist sozusagen für mich wirklich wichtig, auch dieses Lehrformat, deswegen sage ich immer, das ist ein Prototyp, auch für mich mit den Studierenden gemeinsam zu entwickeln, weiterzuentwickeln. Und ich glaube, dahingehend ist für mich war eben auch nochmal diese Kommunikation oder das, wo man sagt, total entscheidend. Und ich habe auch so gemerkt, dass es teilweise sogar dieses Arbeiten auf Augenhöhe, was mir total wichtig ist, aber das muss auch erstmal auch von den Studierenden irgendwie teilweise gelernt werden. Also die kommen aus der Schule und haben irgendwie so eine ganz andere Hierarchie erlebt und da habe ich gemerkt, ich habe zwar auch Methoden angewandt und alles, die sozusagen darauf abzielen, aber ich glaube, diese Kommunikation ist ganz entscheidend und das ist für mich, das nehme ich auf jeden Fall auch mit. Jetzt mal sozusagen Design hinten dran gestellt, aber das, glaube ich, überwiegt alles. Kommunikation ist somit das Wichtigste. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Danke euch dreien vielmals für den wunderbaren Talk. Ich hoffe, Sie als Teilnehmerinnen haben sehr viel mitnehmen können. Vielleicht könnt ihr noch einen Blick in den Chat werfen und da die letzte Frage beantworten. Und dann würde ich sagen, schließen wir den Talk hier und ich schicke Sie alle zurück in die Lobby und dann können Sie an einem anderen Talk, Workshop, Coworking-Session teilnehmen. Und ja, wünsche Ihnen noch viel Spaß bei Let's Talk Campus. Dankeschön. Wir danken euch auch für die Teilnahme. Tschüss.